Was ist los mit euch? Nix. Ne, ich rede mit den Leuten, die schießen. Ja, auf jeden Fall sind da welche, die wollen irgendwie in die Base rein. Seid ihr auch da irgendwo in Severograd? Ne. Gut, dann gehe ich mal einen Channel weiter hoch, dass ich euch nicht nerv. Wer ist noch da? Nur ich. Achso, ja, bleib doch Wo, hier. an welcher Base sind die denn gerade? Ja, an dieser Base, die heute Mittag gebaut haben. Auf dem Berg bei dieser Bauernhofshalle. Warte mal. No. Bist du in der Halle? Ich bin unten bei der Police. Und wenn du dann hochläufst, da wo diese Halle ist, weißt du noch, der Bauernhof? Ja, groß, ne? Eigentlich Luftlinie. Einfach, was? Die schießen gerade laut. Das ist ja geradeaus die Luftlinie, wo damals die Leute drin waren, oder nicht? Da oben in der Nähe ist doch dann auch gleich die Kirche, oder? Ja, aber das ist auf links davon. Ja, ich weiß, wo du meinst. Und die schießen jetzt hier schon durch die Wand die ganze Zeit. Bist du wo oben in der Halle drin, oder was? Ja, ich bin in der Halle drin. Warte, ich komm nicht helfen, Alter. Ja, musst du nicht helfen, aber jetzt auf jeden Fall habe ich die davon abgehalten, hier reinzukommen, weil ich da bin. Die sollen sich Aber verpissen. die stehen noch vor der Hut. Die stehen hier und schießen rum. Das ist doch schön, lass sie schießen. Ja, nicht schön, es ist Nacht. Ja, genau. Wir haben auch eben gerade schon versucht, durch mein Zelt und durch die Wände durchzuschießen und mich umzubringen. Aber das funktioniert nicht richtig, weil die mich nicht getroffen haben. No. Warte, ich komme mit Night Vision. Gegen den Night Vision nochmal an. Mit L. L gedrückt halten. L, ich habe die ganze Zeit N gedrückt. Ich glaube, die sind auf jeden schon oben auf dem Dach drauf. Wie, auf was für Dach? Auf dem Dach des Bauernhofs. Die haben sich hier ein Ding gebaut, einen Turm oder so. Ich bin reingekommen, also das Bild kam und dann habe ich Hacken gehört. Klick, klack. So. Ich Als. lade A dich erstmal schnell in die Gruppe ein, sonst hat Ja, das ja genau, dann alles siehst du keinen mich Sinn. hier. Analfred Fistcock. Anal. Kleines auch. Ach, hier, jo. Ich hab dich eingeladen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da ist er. Voll in die falsche Richtung gerannt, ey. Auf jeden Fall habe ich mich reingerettet in ein Zelt und das habe ich zugemacht, damit die mich von Ja. außen durch den Spalt nicht sehen und dann wahrscheinlich abknallen, ne? Ich bin gespawnt, habe den durch die Wand gesehen, den einen. Hab leichte Panik bekommen und bin gleich ins Zelt rein. Als ich gemerkt habe, also ich dachte erst, hier sind noch Kollegen, weißt du? Und Bauern. Ich dachte, die bringen mich jetzt um. Und als ich gecheckt habe, dass die aber draußen sind und nicht in mir, also nicht hier drinne, wusste ich, das sind Feinde, die wollen sich hier hochbauen.
Einer scheint halt immer drum herum zu laufen und läuft so gegen die Wand oder so. Der hat auch eine Taschenlampe an. Und einer ist wahrscheinlich oben auf dem Dach. Ah, ist okay. Wir schaffen das. Also drei Leute sind das, ja? Ich denke zwei. Zwei ist ja noch Weil ich habe einer. eine Shotgun. Genau, da schießt immer eine Shotgun. Schießt jetzt Ja, wieder. ich weiß. Ja, wenn die kein Night Vision haben, dann ist das easy Snack. Ja, aber der andere mit der AK, da schießt noch einer mit einer AK oder was? Ich guck mir das erstmal von der Distanz an. Mhm. Muss achte aber darauf, vielleicht ist einer oben auf dem Dach. Ja. Hallo, hallo, hallo. Junge, Junge, Junge. Einer ist auf der Seite, wo du jetzt kommst. Mit der Mosin der ist bei dir. Der ist genau bei Ich dir irgendwo. habe leider Hallo, auf hallo, hallo. meine. Hallo. Ich schieße erst, wenn ich weiß, dass ich den mit einmal wegspray. Ist Jedenfalls genau einen. hier an meiner Wand, so wie das aussieht. Machen wir schon. Versucht hier durch die Wand zu schießen. Ich lenke ihn gerade mit Gerede ein bisschen ab, damit er weiterschießt. Sag mal Bescheid, sobald es wieder Tag wird. Weil ich hab's Night Vision an, da krieg ich das nicht mit, nicht, dass sie mich sehen. Meter, jetzt bist du gleich da. Ja, es wird auch langsam Tag. Hallo. Ja, erstmal ein bisschen umlaufen. Du bist schon jetzt gleich da. Ja, ich Hallo. weiß. Aber es. Jetzt steht da links von der Halle. Oder oben drauf. Oben drauf sehe ich keinen. Da schießen zwei mit Shotgun. Ja. Und Mosin Mosin, auch. Also sind's wohl drei. eins sehe ich. Na, wenn du Ski einen umbringst, rennen alle anderen weg. Ja, warte. Ich könnte mich eigentlich schon mal fertig machen, um rauszurennen. Ich muss mal eben Ja, kurz. aber warte noch, bis es Tag wird. Ja, ich mach mal eben kurz. Ich hol mal ein Kissen und so. Oh, das ist OP. Das ist richtig OP. Ja, der eine Spieler, der rennt da immer so bei dir rum. So. Sobald er dann nochmal ordentlich stehen bleibt, kriegt er mit der Mosin richtig schön ein, dass er umfällt. Ja, aber ja, und dann wissen die, dass du da bist. Ja, sollen sie es wissen, sie wissen aber nicht, wo ich bin. Das Genau. ist ein bisschen. Ja, der eine ist auf dem Dach. So habe ich ja gesagt. Huhu, Das sind die Hallo. drei Leute, wo wir auf den abgefuckt haben. Hallo. Könnt ihr auch Deutsch reden? Machen wir Night Vision Und wollt ihr euch aus. nicht Ah, ich sehe verpissen? die auch so. In der Dämmerung, wie Verpissen. ich da aus der Welt nicht gelernt habe. Ja, die versuchen hier irgendwie reinzuschießen, reinzuglitschen. Ja, chill. Das geht sobald die aber noch eigentlich mal nicht. ordentlich stehen bleiben, kriegt der erste schon mal seinen Kopfschuss des Lebens. Nein, ich Idiot, die Mosin war nicht geladen. Egal, ist genug Ja, Abstand. das war so ein schöner Hallo, Kopfschuss, Mann. hallo, hallo. Aufs Neue. Er steht da immer noch. Hey man, what's up? What's Erst ist tot. up? Er rennt weg, ich lege mich erstmal wieder hin. Ja, nicht, dass Night Vision Zombies zu an. dir kommen. Die Zombies stehen schon bei mir. Alles gut. Der eine ist tot und liegt auf dem Dach. Wo die anderen jetzt hin sind, weiß ich nicht. Weil ich Anderen haben nicht sich auch jetzt auf dem Dach. verpisst. War ein Weißt du Mark. noch den Code von der Halle hier? War da oben in der Halle noch nie. Okay. Scheiße. Ja, auf jeden Fall, wenn du links auf die Halle guckst, linke Seite haben die sich einen Turm gebaut. Und Ja, da haben die sehe sich ich. hochgeglitscht, oder da sind die hochgegangen.
Ja, der war auf dem Dach, ist auf jeden Fall schon mal tot. Ich lass doch keine Kameraden im Stich, Alter. Och. Das muss halt jetzt so aufpassen, dass sie mich nicht umlaufen und dann. Ja, die haben beide dann die Shotgun, ne? Ich will die ja nur raus und weg. Ich darf nicht sterben, ich habe von einem Kollegen das Night Vision jetzt genommen. Oh. Also den einen habe ich gesehen, der ist rechts weggelaufen, aber der andere weiß ich nicht. Die werden jetzt wohl den Turm dann links bewachen. Gehe ich von aus. Oder da, wo die Tür ist. Ich verschiebe erstmal meine Position, dass es nicht zu auffällig wird. Ja, die haben die Nägel irgendwie rausgenommen. Ach nee, du hast das geschrieben. Ja. Die sind jetzt erstmal direkt abgehauen, weil die sich einscheißen, weil es ja auch dunkel ist. Ja, shit. Jetzt haben sie halt nicht gerechnet, dass halt jemand hier noch unterwegs ist. Dass jemand nochmal kommt. Ja. Vor allem, dass jemand nochmal kommt. Wer soll das sein? Kameradschaft, Mensch. A und O. Das sind bestimmt die Leute, wo wir abgefuckt haben heute. Die waren doch gestern auch schon da oder vorgestern. Zu dritt waren die doch auch. Darum, wenn man einen abknallt, gucken, wie der heißt. So, ich denke mal, jetzt kann ich hier rumlaufen. Er wird eh irgendwo campen. Mhm. Einen habe ich gesehen, wo er hin ist, den anderen nicht. Ich möchte auch nicht sterben, ich habe 80.000 dabei. Ach du Scheiße, wie sind so viel? Ja, ich war noch nicht beim Trader so. Deswegen gehe ich zurzeit ein bisschen behutsam hier lang. Aber ich guck mich das an. Ich hab so viel in einige Sachen. Ja, die haben sich echt da hochgebaut, wo wir die Wand gebaut haben, dass die nicht reinkommen. Genau da haben die sich hochgebaut, wollten sich wohl durch den Schlitz glitschen, aber das ging nicht. Ist er umgefallen, Alter, wie ein Baum. Nee, hier, ja, hier auf der anderen Seite haben die sich hochgebaut. Irgendwie wollten die da rein, aber das hat wohl nicht geklappt. Ich werde es mal gucken. Ich kann hier nicht einfach raus, weil ich glaube, hier nur ein Eingang ist. Kann sein, dass ich nicht rauskomme, weil ich den Code nicht weiß. Und wenn ich Tür aufmache... Ja, du bist jetzt auf der Seite, wo der Eingang ist. Ja, warte mal. Und, oh, die haben auf beiden Seiten Türme gebaut. So wie das aussieht. Auch die Gegend. Ja, die anderen auch noch finden. Hoffen, dass ich nicht in zu eng, also zu kleinen Radius laufe. Entweder die hauen bestimmt nicht ganz ab, weil die wissen, hier ist deren Stuff. Ja, klar. Einer ist bestimmt vor der Tür. Weiß ich nicht. Ja, weiß man natürlich nicht. Das tippe ich jetzt einfach mal. So schön mit der Mosim reingebrezelt. Ich bin keine Gammelwaffen. Die hier drinnen sind. So, ich hab gedacht, du meinst mich mit Mosi. Nee. Quatsch mal ein. Ich mein, was ich jetzt hier gerade sehe in den Zelten und so. Zwei Kartons sind hier schon. Oh, hier SV98 und noch eine. Was Gas gefunden.
Nicht, dass sie die Tür eingebaut haben und man da jetzt gar nicht mehr rauskommt an der Tür. Das wäre auch witzig. Ja, pass auf, nicht, dass du aufmachst und dich da auf einmal im Rex-Brain oder so. Naja, das ist nämlich scheiße, deswegen warte ich jetzt erstmal noch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich jetzt mal eben auf Klo gehe. Und dann komme ich gleich wieder und ich rauche kurz, dass ein bisschen Zeit vergeht, ne? Aber ein Glück habe ich mich intuitiv direkt hingelegt. In dem Zelt. So haben die mich nicht getroffen, die Schweine. Weil die haben echt versucht, durch die Wand auf mich zu sprayen. So. Ich denke auch überhaupt nicht. Ich komme gleich wieder. Ja.
Ach du Scheiße, du läufst jetzt genau hier rum? Ja, die sind in ihrer Base. Alles gut. Aber in welcher Base? Weißt du, wo die Base ja, ist? Ja klar, ich hab schon auf die geschossen. Alles cool, du kannst rauskommen. Bin ich gespannt. Ah, die Tür geht auf. Oben liegt halt seine Leiche noch, ich weiß nicht, wenn du die looten willst. Ah, die haben die Dings abgebaut, damit die wieder hochkommen. Ja, aber warte, wenn ich mich einfach davor sneak, warte hier, komm her. Nee, lass mal kurz. Hier ist nee, keiner das mehr. Haben die sich gar nicht selber gebaut. Also wenn du dich da hinhockst, kann ich da hochspringen, ne? Ja, deswegen, das sag ich ja. Hier so, glaube ich. Ja, lass auf die andere Seite gehen, das ist immer gedeckte. Weil von da unten werden sie wahrscheinlich wieder kommen. Da ist er. Ja, du musst genau so da rangehen, dass ich genau daneben stehe. Perfekt. Muss ich die Nägel in die Hand nehmen? Die Hand, ne? Ja, sein, dass ich jetzt erschossen wird. Ah, du wirst dich erschossen. Außer die sind auf dem Weg jetzt wieder hierher. Ja moin, die haben sich sogar hier ein Feld angelegt. Ich mach nicht. Er schneidet seine Leiche nicht, dass er despawnt, sobald wir weg sind, dass er seine Sachen verliert, seine restlichen. Okay, die Sachen sind ja egal, da ist nichts Tolles. Aber du weißt nicht, ob er sie wieder haben will. Darum geht's mir. Ja, die haben sich einen Wachtraum halt gebaut und jetzt oben auf dem Dach gewesen. Ja. Und von wo? Selbst, warte mal. Ich. War ich doch weg? Ich bin bei dir ja, gewesen. Ich war gerade bei dir. Weil da gefällte Bäume und Sachen waren. Die rumliegen. MP5 Max. Ja, ich bin hier gelaufen. Jetzt. Vor mir, nicht hinter mir. Ah, bist schon. Ah, bist schon, Loser. Und die kamen aus Richtung Kirche? Nein, komm mit, ich weiß, wo die herkommen. Aber du hast doch das Geld, wenn du stirbst, ist das scheiße. Ach, drauf geschissen. Geh ich heute früh wieder ein paar Runden Teasy machen, dann hab ich's wieder drin. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die da noch hocken und wieder was machen. Du siehst doch da vorne die zwei Wohnblocks. Ah, da sind die drin? Das ist in ihrer Base, der linke. Ist in ihrer. Da haben die gerade Sachen schon oben runtergeräumt und ich glaube, die haben die restlichen Sachen gerade schon runtergeräumt. Weil das waren drei, da waren wir heute schon, haben Beef mit denen gemacht. Ja, weil die keiner siedeln soll.
Ja gut, weil dahin will ich eigentlich nicht. Ich will dann auch die Sachen suchen gehen. Und meinen Weg weitergehen. Ja, da geh du deinen Weg weiter. Dann mach ich weiter jetzt Action. Würde ich sagen. Und du hast noch keine Base und kannst das Geld nicht einbunkern. Ich habe keine Base. Also ich wohne bei mehreren mit drinnen, aber da will ich das Geld nicht einlagern, weil ich Bedenken habe, dass es dann weg ist und darauf habe ich schon. Du kannst dir einfach mit Kisten, also mit Nägel, du baust dir einfach Nägel und Holzbretter. Dafür brauchst du nur eine Säge. Und dann baust du dir einfach irgendwo so eine selbstgebaute Holzkiste hin. Irgendwo, wo kein Schwein hingeht. Und dann liegt die einfach da auf dem Boden, aber dann ist sie da. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie eine Tonne. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hast du denn Nägel? Ich könnte dir 12 Nägel geben. Nägel. Und mit 10 Nägel, 10 Nägel sind eine Kiste. Da habe ich locker. 10 Nägel und du brauchst nur 2 Bretter. Und Bretter liegen da noch vor der Tür. Ich kann ja nochmal da hingehen. Dann hey, passt schon, ich habe 20 Bretter im Inventar, mache ich jetzt. Ah, die kannst ja, also mit Nägel raufziehen auf die Bretter, das craftet eine so eine Kiste und du gehst irgendwo hin, wo kein Schwein jemals hingeht. Da gibt es auf jeden etliche Stellen, wo niemand hingeht. Also Bankautomaten gibt es noch nicht. Doch. Doch. Doch, an Clean Mountain Trader. Ich kann dich auch zum Bankautomaten bringen. Zu Clean Mountain. Oder, mit der Schaufel könntest du halt diese Kisten auch vergraben. Na, ich gehe erstmal zurück. Ich baue schon meine Base fertig, mach da das Codeblock drauf und fertig. Ja, okay. Auch wenn die da jetzt rumrennen, das ist mein... Sonst, ja, ich kann auch da hinkommen und da aufpassen. Ich komme einfach mit. Mal wiederkommen und da sind dann auf einmal. Die sind safe immer noch da hinten in ihrem hässlichen Torben drin und liegen da und checken die Umgebung. Da liegen doch Baumstämme. Zombie. Hast du das hier gebaut, in dem Haus? Ja. Rübergehend. Dann gehe ich mal hier in den Schuppen. Ja, die kommen wahrscheinlich auch dann nicht wieder, weil die jetzt keine Schaufel mehr haben zum Hochbauen. Ich habe 2 Hatches von denen. Klebeband, ich habe Draht. Wachturmset. 100 Rubel habe ich erobert. Wenn dein Häuschen zugebaut ist,
baust du dir einfach so einen Meter von der Wand entfernt eine Kiste hin und da kannst du deine Kohle rein tun. Ja gut, wenn ich ja ein Gitter hab, ne? Was? Also hier ist so ein komisches Gitter, Holzgitter, ne? Brauche ich ja kein... Nicht unbedingt Dings dran machen, oder? Bretter müssen doch nicht unbedingt dran, das geht auch mit das geht auch so. Okay, dann mache ich die andere Wand schnell fertig. Brauchst nur ein Draht und eine Zange, um den Draht anzubringen. Das habe ich dabei. Das ist ganz easy. Vorbauen, dann nehme ich nur noch schnell Dings. Codelock und dann. Akamoni habe ich auch erobert von denen. Die brauche ich auf jeden. Da habe ich meinen Codelock nicht. Wo wolltest du dann reden, Richtung Tizi oder was? Eigentlich wollte ich dann zum Airfield laufen. Da loote ich immer unten links am Airfield die nun diese neuen Baracken. Und dann laufe ich zum Black Market damit, ne? Und dann zum Clan, um das einzuzahlen. Komm mal kurz mit, weil da haben die auch schon oft genug auf mich gescoped. Hast du jetzt schon die Kiste gebaut? Nee, die Kiste nicht. Das ist doch nur ein Arbeitsvorgang, so die Mine legen. Oder irgendwas anderes. Oh, die ganzen Zombies, Alter. Boah, was ist denn? Ich will jetzt nicht schießen. Er bringt die Dings. Komm, Zombie, du gehst auch noch mit.